Moinsen und herzlich willkommen bei einer weiteren kleinen Reaction-Folge. Moment, ich ziehe mir mal das Licht noch ein bisschen hier ran, dann seht ihr mich auch ein bisschen besser. So. Also zumindest ein bisschen, hallo. Ja, ist ein bisschen dunkel hier heute auf den Abend, wenn ich die Reaction aufnehme. Ich wurde im Discord-Kanal als auch unter den Videos hier schon häufiger mal gefragt, sag mal, Gyros, gibt's dich eigentlich auch mit Kräutersoße? Und da muss ich leider sagen, ja, jetzt gibt's mich auch mit Kräutersoße. Nee, kleiner Spaß. Was ist eigentlich mit den Stimmen im Wald bei Roanoke? Kannst du da irgendwie was zu sagen? Ich wollte dazu vielleicht auch nochmal ein eigenes Video machen. Allerdings gibt es dazu schon ein etwas, ja, sehr viel älteres Video mittlerweile. Und das wurde auch schon sehr, sehr gut mal erklärt. Und zwar auch wirklich auch mal im deutschen Bereich. Eins der wenigen Mystery-Videos, die ich so im deutschen Bereich mal gesehen habe, wo ich gesagt habe, oh, das ist aber auch mal gut gemacht. Und ja, da schauen wir uns jetzt zusammen an. Dann brauche ich da nichts Eigenes mehr machen und kann einfach mal eine lässige Reaction für euch mitnehmen. Und ihr kriegt wiederum den ja, ganzen Bezug zum Roanoke-Geschehen, zu den Stimmen und so weiter. Also was es damit auf sich hat, das werden wir uns jetzt alles angucken. Ich gebe auch nochmal dieselbe Triggerwarnung hier mit raus. Das folgende Video enthält möglicherweise Inhalte zum Thema Suizid oder Selbstverletzung. Nicht für alle Zuschauer dementsprechend geeignet. Das heißt, wenn du dich in dem Sinne irgendwo vielleicht gefährdet fühlst für das ein oder andere Thema, dann kannst du entweder hier unten diese Telefonnummer anrufen von der Telefonseelsorge oder viel empfehlenswerter ist, wenn du dich davon wirklich getriggert fühlst und das nichts für dich ist, lass es einfach und schau dir wirklich das andere von mir an oder von irgendeinem anderen Kanal. Aber das ist dann so ein Thema. Also nochmal, hier wird es ein bisschen um diese Themen gehen. Und das muss man leider mit reinnehmen natürlich, dann versteht man es ja auch erst. Ansonsten sollte man es lieber lassen, halt wie gesagt, dann ist vielleicht diese eine Sache nicht unbedingt für dich geeignet. Gut, das war jetzt genug Zeit, um sich zu entscheiden, würde ich sagen, und wir gehen rein. In Red Dead Redemption 2 sind uns ja schon eine Menge mysteriöse Dinge begegnet, aber eins der gruseligsten Dinge im ganzen Spiel ist der heimgesuchte Wald bei Roanoke Valley. Den Wald findet ihr nördlich von Annsburg, wie gesagt im Gebiet Roanoke Valley. Und um das zu sehen, was ich euch hier zeigen möchte, müsst ihr nachts dort einfach ein wenig an der markierten Stelle und Umgebung durch die Wälder laufen. Wenn ihr das tut, dürft ihr einem der gruseligsten Ereignisse im ganzen Spiel beiwohnen. Und zwar passiert dann Folgendes. Also jetzt hören wir so ein bisschen die Stimmen. Ich guck mal gerade. Ja, okay. Ich versuche es mal bei ihm lauter zu machen. Ich muss natürlich aufpassen, wenn er wieder erzählt, dann würde er erstens mir das hier um die Ohren schallen und euch dann zu Hause wahrscheinlich auch im Nachhinein. Deswegen werde ich jetzt mal ganz kurz, ich glaube so 10 Sekunden oder so, kann ich das noch beruhigt weiterlaufen lassen. Da quatscht er noch nicht und dann hört man so ein bisschen hin. Ich lasse jetzt nicht alles von ihm mitlaufen, weil, wie gesagt, er wird auch irgendwann anfangen zu erzählen. Also so 10 Sekunden dürften das auf jeden Fall noch sein. Ja. Okay. Also, what's that terrible noise? Habe ich auf jeden Fall auch gut verstehen können gerade. Was ist das für ein schreckliches Geräusch? What's that terrible noise? Oder, ja, was sind das für schreckliche Geräusche? Was ist ein fürchterlicher Klang? So. Okay, hätte ich ja deutlich länger laufen lassen können noch. Gerade gehört. Okay. Ja, wie ihr gerade gehört habt, gab es da Geflüster in dem Wald und da haben sich, wenn man genau hinhört, halt zwei Stimmen miteinander unterhalten. Dem Ganzen liegt sogar, und das wissen die wenigsten, ich denke, ein paar von euch werden dieses Easter Egg kennen, aber was die wenigsten wissen, ist, dass dem Ganzen auch eine Geschichte zugrunde liegt. Und diese Geschichte wird immer mal wieder in den Kinos im Spiel gezeigt. Und zwar müsst ihr dort die Vorstellung The Ghastly Serenade schauen. Man muss da ein bisschen rumprobieren, diese Vorstellung läuft natürlich nicht durchgehend, man muss dann ein bisschen schauen und immer mal wieder... Ja, sind unterschiedliche Kinofilme am Laufen, kriegt ihr aber im Prinzip vorher raus, ihr könnt einfach schon an die Tafel entweder gucken, was also an diese kleine
Aufsteller, der da vor dem Kino immer positioniert ist. Da ist auf dem Plakat dann immer schon zu sehen, welcher Film laufen wird. Oder ihr könnt auch einfach den Kartenverkäufer fragen, der wird es euch auch nochmal sagen. Oder ihr zieht euch sowieso jeden Film rein, weil ihr einfach komplett jeden Content aus Red Dead Redemption 2 mitnehmen wollt. Und deswegen wird der natürlich auch irgendwann laufen. Ja, also auf dieses Wort Serenade, also Serenade sozusagen, wenn das am Plakat damit draufsteht, dann habt ihr den richtigen Film und würdet quasi die Geschichte zu dem Wald mit dazu bekommen. Aber wir schauen mal rein, was denn da jetzt eigentlich kommt. Wieder warten und immer mal wieder in den Kinos vorbeischauen, aber wenn es dann soweit ist und The Ghostly Serenade läuft und ihr euch das Ganze anschaut, dann kann man sehr schnell Querverweise zu das dem Wort. Wald in Roanoke finden. Ja, Serenade sozusagen auf Deutsch, Serenade, für die der englischen Sprache nicht ganz mächtigen, da ja die Filme hier nicht in Deutschtitel dann vorne dran stehen werden, also solltet ihr auf das dann achten. Den Film selber kriegt ihr jetzt natürlich dann im Kino mit einem Untertitel, wenn ihr das so eingestellt habt. Ihr könnt ihn natürlich auch ausstellen, aber ich denke mal, darum geht es ja jetzt ein bisschen, ne? Dass ihr das da versteht und dementsprechend dann einfach mal den Film nochmal gucken. Ihr könnt jetzt natürlich auch stoppen und sagen, okay, ich gucke mir jetzt erstmal den Film nochmal an und versuche selber zu verstehen. Dann aber wenigstens das Video noch weiterlaufen lassen, ohne weiter zu gucken bei mir, aber so, dass ich die Watchtime noch kriege. Dankeschön. Und den Like-Button noch schnell drücken. Und dann kommst du danach nochmal wieder und guckst, ob es auch wirklich so war. Zwar geht es in dem Film um ein junges Paar aus dem Dorf Arnsburg, einige Jahre nach dem Revolutionskrieg, die ja, ich sag mal, heimlich miteinander angebändelt haben und sich dann immer in einem Wald getroffen haben. Es geht dabei um Ethel Beauchard und Eugene Hutton. Und wie man dann in dem Film erfährt, widerfährt den beiden in einer Nacht, in der sie sich im Wald treffen, etwas Seltsames. Und zwar hört Ethel erst leise stöhnen und plötzlich sehen die beiden dann einen Trupp Geistersoldaten. Die Geistersoldaten sind dann nicht wirklich amused darüber, dass die beiden sich dort ständig in diesem Wald treffen und unmoralische Vergehen quasi dort begehen. Und infolgedessen wird dann Eugenes Kopf abgeschlagen. Der Kopf fällt Ethel direkt in die Arme und sie rennt damit zurück ins Dorf, erzählt den Dorfbewohnern die ganze Geschichte und natürlich wird ihr kein Glauben geschenkt. Sie wird als Hexe markiert und noch in derselben Nacht auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Nun darf man sich natürlich zu Recht fragen, was hat denn nun dieser Film mit den Geistern im Wald zu tun? Und das Ganze ist eigentlich relativ einfach. Und zwar, das erste ist natürlich die Tatsache, dass der Wald in der Nähe von Arnsburg liegt, wo die beiden ja her... Also das Einfachste ist erstmal, dass das, was da im Film gezeigt wird, quasi das ist, was zuvor passiert ist und warum wir jetzt quasi in der Lage sind, in diesem Wald Stimmen zu hören. Das erklärt die gesamte Geschichte in-game. Aber jetzt kommt noch der Bezug im Real Life. Denn dieser Wald existiert mehr oder weniger wirklich. Herkam und die beiden haben sich dann ja immer in einem Wald getroffen. Mehr oder weniger. Des Weiteren kann man ja deutlich erkennen, dass sich zwei Stimmen dort unterhalten. Also dieses Geflüster, das sind zwei verschiedene Stimmen und die agieren auch miteinander. Und ein Satz, den man da immer wieder hört, ist der Satz, "What's that terrible noise?" Und das ist ja eine Sache, die Ethel damals auch zu Eugene gesagt hat, als sie die Geistersoldaten da das erste Mal hörte. Ganz klar wird es dann auch, wenn man den Satz hört, "You should be ashamed of yourself, Eugene Hutton." Da wird Eugene Hutton ja auch nochmal namentlich erwähnt und damit... Du solltest dich schämen, Eugene Hutton. "You should be ashamed of yourself." Also du solltest dich schämen für das, was du getan hast, Eugene. Sagt man ihm nach. Das sagen ja die Geistersoldaten zu ihm. Aber warum sie das sagen, das erfahren wir noch. Damit hat man dann auch den ganz klaren Beweis, dass es hier um Ethel und Eugene geht. Und zu guter Letzt sagt die weibliche Stimme, also Ethel, dann ja auch noch den Satz, "I need to get back home", und das dann auch mehrmals hintereinander. Und damit hat man dann auch wirklich die ganzen Sachen, die im Film erzählt wurden, hier nochmal in diesem Dialog von den Geistern im Wald. Also kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass an dieser Geschichte in-game irgendetwas dran ist. Ob das nun wirklich Geistersoldaten waren, die Eugene umgebracht haben, oder ob Ethel ihm vielleicht den Kopf abgehackt hat, das weiß man nicht. Was man aber allerdings weiß, ist, dass aufgrund der Dinge, die dort geschehen sind, dieser Wald nun verflucht ist. Und nicht nur im Spiel Red Dead Redemption gibt es natürlich sogenannte verfluchte Wälder, also Haunted Forests, sondern auch in der Realität gibt es natürlich die... Nämlich in Silent Hill. Nein, war Spaß.
diverse urbane Legenden über den einen oder anderen Wald. Da gibt es zum einen natürlich den Gruselwald Hoyabachio in... Ich meine natürlich The Forest. Spaß. So, genau, den Hoyabachio, oder wie heißt der, ist ziemlich interessant, weil wir jetzt hier wieder was haben. Das fand ich so oder so schon damals interessant, weil der natürlich auch wieder noch eine andere Möglichkeit gäbe, das jetzt wieder auf das Game zu beziehen. Ihr habt die Bäume eben gerade ja schon gesehen. Wald. Aber ich... Da gibt es zum einen natürlich den Gruselwald Hoyabachio. Hoyabachio oder so ähnlich. Und dort haben wir diese Bäume nämlich zu stehen. Und das ist ein verfluchter Wald oder gilt auch als einer der verfluchten Wälder der Erde. Und diese Verformung, die haben wir wiederum auch im Spiel bei anderen Bäumen. Das sieht ziemlich ähnlich aus sogar. Und zwar in der Nähe des Elysian Pool, also des Elysischen Teichs bei Butcher Creek. Und dort geht es ja dann auch wieder darum, ist der Ort verflucht oder nicht? Sind die Bäume jetzt verformt wegen dem Wasser oder... Es ist geil. Es ist geil, weil man so viele Sachen aus dem Real Life damit reinnehmen könnte. Und ich würde sagen, diese verformten Bäume kommen mir irgendwie bekannt vor. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Aber ich glaube, verfluchte Wälder haben die Creator und Entwickler generell sehr, sehr, sehr stark beeinflusst. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier eventuell so ein bisschen der Bezug zu diesen Bäumen war halt tatsächlich. Also... Ich meine, schaut ihr euch einfach an. Das ist selbsterklärend, warum ich das denke halt, ne? Dass das so sein könnte. Ich sage ja nicht, dass es hundertprozentig so ist, aber In Rumänien, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und dann gibt es noch einen verfluchten, verwunschenen Wald in Springfield. Aber der wahrscheinlich bekannteste Geisterwald, verfluchte Wald der Welt, liegt in Japan. Und dieser liegt im Fuji-Hakone-Izu-Nationalpark und nennt sich Aokigahara. Oh. Der Aokigahara befindet sich am Fuß des Fuji, an dessen Nordseite westlich des Saiku-Sees und nordöstlich des Chochi-Sees. Zwischen den Gemeinden Fuji-Kawaguchiko im Osten und Narusawa im Westen. Der Wald erstreckt sich dabei über eine Fläche von ca. 30 Quadratkilometern. Entstanden ist der Aokigahara ungefähr um 864 nach Christus, nachdem der Fuji 10 Tage lang kontinuierlich ausgebrochen ein Ehrenmann. Breite Lavaströme seine Nordflanke hinabgeflossen waren und ein breites, poröses Feld aus Olivinbasalt, Vulkanitgeröll, Bimskis und Tuffgestein gebildet hatte. Diese besondere Zusammensetzung der Lava führte zu der heutigen auffällig feinkörnigen Bodenstruktur und brachte ihr damit eine eigene Bezeichnung ein, nämlich Aokigahara-Lava. Auf dieser. Also soweit erstmal der Anfang zum Real-Life-Bezug zur örtlichen Gegebenheit und so weiter. Und jetzt kommen wir natürlich dann auch noch ein bisschen zu, was eigentlich in dem Wald passiert ist, ne? Und eine vernünftige Reaction, die wir natürlich auch zwischendurch mal ein bisschen unterbrochen werden, damit ich nicht nur ihn da die ganze Zeit am Stück reden lasse. Es gibt ganz nebenbei, ich hatte das auch erst alles aufgenommen, aber ich habe mir dann überlegt, nee, das ist zum einen ein bisschen blöde eingeleitet worden, hat mir nicht so richtig gefallen. Also es gibt noch einen weiteren Ort im Spiel, wo man Stimmen, also ja, wo man Stimmen wahrnehmen im Kopf wahrnehmen kann sozusagen, aber niemanden sieht. Das ist zum einen hier der Wald und zum anderen kennt ihr wahrscheinlich vielleicht auch das Camp, aber es gibt auch noch einen Ort, an dem man Stimmen wahrnehmen kann. Hier ist allerdings dann entscheidend, dass man die richtigen Wetterbedingungen hat. Und dann habe ich mir gedacht, okay, alle haben nach den Stimmen hier gefragt, aber noch keiner hat nach den anderen Stimmen gefragt. Deswegen gebe ich euch die hier als Reaction, damit wir das Thema dann mal auf jeden Fall endlich aufgegriffen haben und das nicht heißt irgendwie so, ja, das wollte er mal machen, hat er mal gesagt und irgendwas so. Okay, dann müssen wir uns irgendwo in der Mitte finden. Ich habe bis jetzt nicht die Zeit gehabt, ein eigenes Mystery-Video dazu zu machen und ich wollte eventuell auch eh keins mehr dazu machen, weil ich dieses hier sowieso schon sehr gut gemacht fand. Und dementsprechend habe ich mich jetzt auch dazu entschieden, dass wir es so machen. Allerdings die anderen Stimmen, da werde ich eventuell nochmal eine deutsche Übersetzung für machen, denn das habe ich bis jetzt eh nur auf Englisch gefunden. Und ja, war ziemlich interessant. Und da geht es noch um eine andere Sache, die im Game schon behauptet wird und die wir quasi damals dann nochmal bestätigen können. Hatte ich nämlich erst mit der Geschichte hier verwechselt, weil ich mich mit dem Thema vor etwas längerer Zeit schon auseinandergesetzt hatte und jetzt aber nicht mehr genau die genauen Zusammenhänge wusste. Und ja. Dadurch, dass ich es verwechselt hatte, hatten wir in der ursprünglichen Reaction gleich beide Sachen mit drin. Aber ich habe es da so halb eingeleitet, das hat mir nicht gefallen und deswegen kommt da nochmal ein extra Video zu. Für diejenigen, die von mir schon gehört hatten, ja, es ist aus Versehen noch eine zweite Reaction mit reingerutscht.
Ich habe mich umentschieden, ich habe nochmal eine neue aufgenommen und wir belassen es erstmal bei der einen Geschichte und halten das andere von der Geschichte hier getrennt. Macht für mich mehr Sinn. In dieser Fläche entwickelte sich nun der Aokigahara und breitete sich rasch aus. Somit ist der Aokigahara mit seinen etwa 1200 Jahren ein noch recht junger Wald. Die ältesten Bäume in ihm sind schätzungsweise 200 Jahre alt. Der Aokigahara ist ziemlich dicht ist von ja Bäumen besiedelt. Das heißt, wenn man einmal ein paar Meter in diesen Baum Wald misst man sein, wa? Fällt es schon schwer, sich zu orientieren. Da kommt drauf an, wo. So viele Bäume dort sind und so viel Bewucherung durch Pflanzen da ist, dass man kaum Fixpunkte hat, an denen man sich orientieren könnte. Aufgrund der Dichte und der Eintönigkeit des Unterholzes können Personen, welche die offiziellen Wege verlassen, schnell die Orientierung verlieren und sich im Wald verirren. Es gibt ja durchaus offizielle Wege im Aokigahara für die Touristen und solange man auf diesen bleibt, hat man eigentlich auch keine größeren Probleme. Aber wie gesagt... Da fängt es ja schon an. Wieso geht man denn da überhaupt rein, wenn man schon ja so ein Talent dafür hat, dass man offizielle Wege schon neigt zu verlassen? Also ich sage, entweder... muss man eine gewisse Absicht da mitgebracht haben und vielleicht sowieso schon was anderes im Kopf gehabt haben, aber da kommen wir eh noch zu in dem Wald. Und auch von der Kultur her, glaube ich, können wir hier nochmal einen kleinen Unterschied zur europäischen zum Beispiel einfach mal ganz einfach machen, ohne dass das jetzt in irgendeiner Form rassistisch oder irgendwas sein soll. Aber ja, ich sag mal, der Tod in der asiatischen Kultur spielt ja ein bisschen andere Bedeutung und eine andere Rolle als in der europäischen. Und dementsprechend müssen wir da halt immer ein bisschen differenziert hingucken in der Hinsicht. Dürfen wir jetzt nicht einfach sagen, ja, die gehen einfach nur rein und haben sich alle düsig verlaufen. Ich glaube, manch einer wollte sich vielleicht auch ein bisschen verlaufen. Oder es war ihm relativ egal, ob es passieren wird. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wenn wir gleich die Zahlen so hören. Weiß ich nicht. Also wenn ich das nicht möchte und aber merke, okay, ich habe es geschafft, mich da drin zu verlaufen, dann sollte ich ja eigentlich vorher schon ein Mensch gewesen sein, der dazu neigt, dass er sich einschätzen kann, nee, ich bin nicht so der Beste mit der Orientierung. Warum geht man denn in so einen Wald, von dem man schon weiß, dass da ganz schön mysteriöse Dinge passiert sein sollen und dass da eventuell mehrere Menschen... Naja, schauen wir mal weiter. Durch die urwaldartige Pflanzenwelt im Aokigahara fällt es schwer, sich zu orientieren, sobald man die Wege verlässt. Da der Waldboden zudem äußerst uneben, porös und durchzogen von Höhlungen und Spalten ist, besteht auch ein gewisses Risiko zu verunglücken. Dies ist einer der Gründe für die hohe Anzahl an vermissten Personen im Aokigahara. Die meisten von ihnen werden jedoch schnell wieder aufgefunden. Nur kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man so ein riesiges, dicht bewaldetes Gebiet hat, das auch noch von Höhlungen durchzogen ist und man in diesem Gebiet dann vielleicht wirklich in irgendwie eine unterirdische Spalte einbricht, dann ist es natürlich auch für Suchmannschaften erstmal relativ schwierig, die Person aufzufinden. Aufgrund der Beschaffenheit des Waldes haben bereits im 19. Jahrhundert verarmte Familien in der Region bevorzugt Kleinkinder und pflegebedürftige Senioren während der Hungersnöte in den Wäldern ausgesetzt und zum Sterben zurückgelassen. Diese Praxis wurde als Ubasute bekannt. Diese Praxis ist jedoch historisch nicht... Ich glaube, er hat den Satz ein bisschen anders eingeleitet, als dass er den hätte eben so beenden können, wenn ich mir... Es ist jetzt nur ein persönliches Ding, ganz kurz. Verarmte Familien in der Region, bevor vielleicht wirklich in irgendwie eine unterirdische Spalte einbricht, dann ist es natürlich auch für Suchmannschaften erstmal relativ schwierig, die Person aufzufinden. Aufgrund der Beschaffenheit des Waldes haben bereits im 19. Jahrhundert verarmte Familien in der Region bevorzugt Kleinkinder und pflegebedürftige Senioren während der Hungersnöte in den Wäldern ausgesetzt und zum Sterben zurückgelassen. Diese Praxis... Nee, da hätte er dann Wurden davor setzen müssen und nicht haben. Die wurden ja da ausgesetzt. Die haben nicht ausgesetzt, das sind ja die, die ausgesetzt wurden und nicht haben. Man hat sie entweder ausgesetzt oder sie... Deswegen, also ich habe es richtig gehört. Ich wollte gerade sagen, der hat den Satz ganz anders angefangen. Den kann man doch jetzt gar nicht so beenden. Aber sowas passiert. Das ist überhaupt kein Auslachen, sondern ich habe mich selber eben gerade nur gefragt, habe ich das richtig gehört oder wollte ich jetzt einfach nochmal wissen, ganz kurz. Bloß, ich kenne das. Ich habe mindestens auch schon ein, zwei Videos von mir gesehen, wo ich dachte, oh, das wollte ich doch anders formulieren. Na, jetzt ist es so. Da denkst du dir dann halt auch, ich mache das, glaube ich, jetzt erstmal nicht nochmal alles neu, weil du bist froh, dass du gerade alles, du bist froh, dass du gerade alles erst hinter dir hast. Also von daher, absolut kein Shaming jetzt oder irgendwas, ne? Nicht falsch verstehen. Ja, und ja, mal so ganz nebenbei, ne? Tolles Bild übrigens an der Stelle hier. Da wird die Oma, ja, das waren andere Zeiten, ne? Also da können wir uns heute schon ein bisschen glücklich schätzen, sag ich mal. Da dürft ihr dann mal ganz ruhig sein, ihr kleinen Lümmels da draußen, die ihr noch ganz jung seid.
wenn Mutti mal sagt, heute ohne Nachtisch, denn früher, wenn du keinen Nutzen dargestellt hast und die Zeiten hart waren, ja, dann ging es auch mal in die Waldspalten und sayonara. Da bin ich doch schon froh, wenn wir heute einfach nur auf den Nachtisch verzichten müssen und man uns nicht gleich ins Gebirge schleppt und in die Spalten des Oya-Boccia-Walds schmeißt oder keine Ahnung, ich kann den Namen nicht merken. Aber das Bild ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das auch wirklich aus solchem Bezug da direkt genommen wurde. Es sieht schon ein bisschen danach aus, aber kann man sich gar nicht richtig vorstellen, ne? Praxis wurde als Ubasute bekannt. Diese Praxis ist jedoch historisch nicht zweifelsfrei nachgewiesen. Allerdings kann man sich vorstellen, damals während der Hungersnöte war jedes Maul, das man nicht stopfen musste, natürlich von Vorteil für die Menschen. Und deshalb hat man dann die Leute, die sich nicht mehr so gut selbst zu helfen wussten, in den Wäldern ausgesetzt. Das tat man übrigens nicht nur im Aokigahara, sondern generell. Und wenn man diese Leute dann erstmal etwas tiefer in den Wald gebracht hat, das ist ja jetzt nichts Kulturelles, waren die Chancen sehr gering, dass sie es sowas hat aus den Wäldern herum. Vielerlei Orten Geister dieser Opfer immer in der Zeit stattgefunden, glaube ich. Also, und aus dieser Überlieferung da machen wir uns nichts vor. Nahmen dann auch die urbanen Legenden um den Wald ihren Anfang. Denn, wie die meisten von euch natürlich wissen, ist der Aokigahara auch als der Suizidwald bekannt. Ja, jährlich das wusste ich, natürlich. Nämlich immer mehrere Menschen versteckt Suizid. Das bietet sich natürlich im Aokigahara aus den eben genannten Gründen an, weil man nicht so leicht gefunden wird. Deshalb erlangte dann der Aokigahara in der Moderne, besonders in den westlichen Medien und in den Subkulturen, unrühmliche Bekanntheit, einfach aufgrund der erschreckend hohen Anzahl an Leichenfunden. Bei den Toten handelt es sich fast ausnahmslos um Suizidanten, die eigens tief in den Wald eindringen, geeignete Verstecke aufsuchen und sich dort dann schließlich das Leben nehmen. Dass die Leute mit dem Todeswunsch nun ausgerechnet den Aokigahara häufig als Suizidstätte gewählt haben, wird dabei auf zwei Romane des japanischen Schriftstellers Matsumoto Saicho. Also kann man sagen, der Wald hat quasi nochmal eine ganze Menge Promo auch zusätzlich bekommen. Und wie ich schon sagte, ist der Tod in anderen Kulturen natürlich oftmals mit viel mehr Bedeutung versehen als bei uns in Europa. Was nicht heißt, dass es bei uns komplett egal ist und natürlich halt ne, von Religionen abhängig auch immer noch mal eine andere Bedeutung haben mag. Aber ich sag mal jetzt zum Beispiel, wenn man in Richtung Mexiko zum Beispiel guckt, wo der Tod eine wesentlich stärkere Bedeutung hat als hierzulande, dann, ne? Das meine ich einfach nur damit. Also, und jetzt haben wir hier diese zwei Bücher und die waren nochmal sehr ausschlaggebend dafür, dass es eben nochmal sehr viel bekannter wurde und leider eben von der Kultur her betrachtet für viele Menschen dadurch eben auch interessanter wurde. Zurückgeführt. Der erste Roman erschien als Reiseziel 1957 unter dem Titel Nami no To, was so viel wie der Wellenturm oder Turm der Wellen bedeutet. Und in dieser Geschichte wird von einer jungen Frau namens Yuriko erzählt, die sich aufgrund verschmähter Liebe in den Aokigahara zurückzieht, um sich dort umzubringen. Der zweite Roman erschien 1960 unter dem Titel Kurui Yukai, was so viel wie Schwarzes Meer aus Bäumen bedeutet. Und dieser behandelt ebenfalls... Das trifft auf jeden Fall den Namen des Covers auch sehr gut, ja. Im Aokigahara. In diesem Fall betrifft es ein Liebespaar. Aufgrund dessen häuften sich über die Jahre die Suizidfälle. Oder das Cover hat diese Bezeichnung sehr gut einfangen können. Sagen wir es mal so. Ein Liebespaar. Aufgrund dessen häuften sich über die Jahre die Suizidfälle im Aokigahara, gerade auch dadurch, dass das mediale Interesse natürlich immer größer wurde und wie es mit so vielen Dingen ist, umso größer das Interesse, umso mehr Leute bekommen davon mit und umso mehr Leute kommen auf diese absurde Idee, in diesen Wald zu fahren und sich das Leben zu nehmen. Deshalb durchkämmen seit 1971 jedes Jahr Bereitschaftskräfte von Polizei und Feuerwehr, genauso wie Freiwillige den Wald auf der Suche nach Leichen. So gab es zum Beispiel im Jahr... Es muss auch eine Aufgabe sein, ne? Da hast du auch tierisch Bock drauf, dann einmal jährlich so. Ist wieder der Tag angekommen? Ja, ist wieder der Tag angekommen. Und dann gehst du in den Wald, das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Es ist halt ja irgendwie, als wenn man weiß so, ja, das ist halt so eine Gegend, keine Ahnung, da sterben dann immer wieder die Tiere, weil sie da irgendwo langrennen, wo sie immer wieder abstürzen oder irgendwas dergleichen. Und jetzt hast du hier einfach mal so ein Ding, wo halt Menschen dann immer sind. Einmal jährlich gehst du da und guckst, wo dann welche, das kann man sich irgendwie nicht so richtig, also ich könnte das gar nicht halt so. Vor allen Dingen weißt du ja dann ja nicht, ob da einer ist oder so. Du suchst ja nicht gezielt eine Person und weißt, die muss hier irgendwo im Wald sein, sondern
die gucken halt einfach mal wieder und ziehen Bilanz. So hört sich das halt an, ne? Und das ist schon so, oh, Digga, kann ich mir nicht vorstellen, Alter. Da gehen die da. Wie? Ja, keine Ahnung, einfach von der Stadtreinigung oder was nach dem Motto, so gehen die da halt durch ihren Wald, oder? Oder von irgendeiner Reinigung. Ja. Ah, nee, hör auf, kann ich mir nicht vorstellen. 2010 geschätzt 247 Suizidversuche im Aokigahara, von denen 54 erfolgreich waren. Also, 54 in dem Jahr. Und wenn die das nur einmal jährlich machen, keine Ahnung, ich meine, das willst du ja auch nicht täglich machen, plus 30 Quadratkilometer lassen sich wohl schwer auch immer täglich einmal absuchen an jeder Stelle. Wenn du dann einmal großräumig am irgendeinem Stichtag im Jahr das machst, dann liegen da eventuell welche schon seit fast einem Jahr. Nee, also bei dem, ich weiß nicht, wenn du mit dem einmal pro Jahr stimmt, ist schon ein bisschen crazy, ne? Und dann gehst du rein und dann hast du jetzt zum Beispiel hier diese Zahl 54. Das heißt 54 Mal, von denen die Hälfte vielleicht schon vor über einem halben Jahr und so. Oh, Alter, boah, nee. Besonders problematisch wird dabei angesehen, dass der Aokigahara sowohl im Internet als auch... Entweder ist der Job extrem gut bezahlt, dass man da mitmachen möchte. Oder man wird wie für irgendwas richtig miese dafür verdonnert, weil freiwillig würde ich den Job nicht unbedingt machen wollen. Da durch den Wald laufen und gucken, wo und oh, nee. Potenziellen okay, ich hab's jetzt. Empfohlen wird. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wäre das was für euch? Stellt ihr euch sowas spannend vor? Tatortreiniger vielleicht sogar oder sowas? Auf Englisch den Buchtitel The Complete Manual of Suicide trägt. In welchem er den ich hab's überhaupt nicht so mit perfekten Ort. Ich könnte auch kein Arzt werden oder so. Also Selbstmord bis in die heutige ich kipp jetzt nicht gleich um, wenn ich mal irgendwie sowas sehe, aber ich bin nicht unbedingt scharf drauf, damit mein Geld zu verdienen oder irgendwas dergleichen und habe das immer ein bisschen... Ich konnte es immer nicht so ganz verstehen, wieso manche Menschen sich das so trauen dann halt und sich sagen, okay, lasst uns das einfach mal probieren. Oder sich sagen halt so, okay, ich probiere das jetzt halt mal an dem Menschen aus. Ich meine, das ist sehr mutig und das hat uns natürlich medizinisch natürlich auch sehr viele Vorteile bis heute verschafft. Wenn wir manche Sachen nicht probiert hätten, dann wären wir wahrscheinlich jetzt auch nicht so weit, wie wir heute sind. Aber war es das immer wert, ist noch die andere Frage. Das ist jetzt noch eine ethische Frage. Gut, aber mal davon ab. Ich könnte es auf beiden Seiten, glaube ich, mir nicht vorstellen. Zum einen, wenn wir beide nicht wissen, was das Endergebnis ist und ich bin die zu behandelnde Person, glaube ich, nee. Und als Arzt erst recht nicht. Halt. Ich weiß nicht, könnte mir mit dem Messer schon gar nicht erst vorstellen, irgendwas an einem anderen Menschen so präzise machen zu wollen und dann ganz sauber da lang so, ah, nee, ah. Den japanischen Männern teilweise als ehrenhaft angesehen wird, ist nicht meins. Also gesellschaftlichen Widerstand gegen derlei Veröffentlichungen. Zudem greifen natürlich auch Mangas, Geschichten und Gerüchte auf, die sich um den Ort ranken. Und spätestens seit es uns YouTuber und solche Idioten wie Logan Paul gibt, der sich ja in diesem Wald mit einem Menschen, der sich und auch in der ersten Reaction, obwohl ich die ja jetzt nochmal neu kurz aufnehme, und der Sound war auch nicht so toll bei dem anderen, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich es ein bisschen lauter gemacht für euch. Aber auch hier nehme ich mir ganz kurz die Zeit, nochmal zu betonen, dass der YouTuber, von dem er gerade erzählt hatte, ich lasse den Namen noch einmal ganz kurz einblenden, nicht weil ich ihn so toll finde. Idioten wie Logan Paul gibt, der sich ja... Und dessen Bruder kriegt dann hoffentlich auch schon sehr bald von einem gewissen Herrn Tyson noch ein letztes Mal im Ring stehend auf die Fräse. Tyson, Junge. Das ist der Bruder von dem, der von Tyson demnächst auf die Fresse kriegen soll. Und ich bin schon ganz gespannt, was das für ein Kampf werden wird. Ist zwar auch ein bisschen Hype, aber ja, keine Ahnung. Wenn Tyson halt nochmal auf die Bühne in den Ring steigt, dann werde ich mir das auf jeden Fall angucken. So viel ist sicher. Und von daher, das war der Bruder zu dem Typen, der dann hoffentlich demnächst auf die Fräse kriegt und nicht Tyson seine gesamte Karriere so ausgehen lässt. Wäre nicht so schön für ihn und schlecht, weil man ihn dann in der jüngeren Generation natürlich so in Erinnerung behalten würde und nicht als denjenigen, der damals ganz schön krass war. Also, wenn nicht sogar der krasseste Boxer mitunter aller Zeiten, muss man einfach so sagen halt. Also, Tyson ist eine ganz eigene Geschichte nochmal, ja. Oh, ja, gut. Und dieser Jake oder Paul Logan, nee, Logan Paul, so rum. Paul ist der Nachname bei denen, ja.
Der ist sowieso schon ein bisschen durch bei einigen Menschen. Denn ja, was der da gemacht hat, ist jetzt auch nicht unbedingt. Könnt ihr ja selber entscheiden, wie ihr so einen Menschen finden würdet, wenn ihr hört, was der da gemacht hat. Spätestens seit es uns YouTuber und solche Idioten wie Logan Paul gibt, der sich ja in diesem Wald mit einem Menschen, der sich umgebracht hat, abgelichtet hat. Das war ja damals ein Riesen. Entscheidet selbst. War ja damals ein Riesenskandal gewesen. Seitdem ist das öffentliche und mediale Interesse dann natürlich riesig, weil sowas breitet sich natürlich aus wie ein Lauffeuer. Wegen der Leichenfunde gilt der Aokigahara. Da wünscht man sich eigentlich, dass der auch nochmal mit in den Ring steigt, ne? Wenn Tyson hoffentlich fertig ist mit dem ersten, dann soll er einfach noch den Bruder hinterher schicken. Öffentlichkeit also verflucht. Außerdem soll es dort gehäuft zu Spukerscheinungen kommen, womit wir jetzt langsam die Brücke zum Spiel wieder hätten. Angeblich würden die Geister von Ubasute-Opfern in dem Wald umherwandeln, sowie Gespenster und Yokai, also Yokai sind ja so eine Art Dämonenwesen in Japan, sollen in diesem Wald hausen und Besucher wie Wanderer in die Irre oder gar in den Suizid treiben. Wie gesagt, auf YouTube gibt es da mittlerweile einen ganzen Haufen an privaten Aufnahmen, aber auch seriöse Dokumentationen aus dem Inneren des Aokigahara. Ich wollte gerade sagen, passt aber ein bisschen auf, was ihr euch da anguckt, ne? Und wie gesagt, wenn ihr da eh anfällig seid, dann sollte euch dieses Video als Erklärung reichen. Ich würde da jetzt nicht unbedingt in die Materie gehen, denn ist nicht unbedingt ein freudiges Thema halt, ne? Merkt ihr ja selber. Auch gab es schon mehrere Filme, die das Thema behandelten, unter anderem vor kurzem erst der Horrorfilm The Forest. Ja, und das erspringe ich, denn ich weiß nicht genau so, wie es mit dem Content von dem Trailer hier aussieht, muss ich euch ganz ehrlich sagen, und da keine Lust drauf, nachher irgendwie unter dem Video oder nachher beim Hochladen zu sehen auf YouTube. Oh, da gab es Probleme. Springen wir drüber. Möchte ich nicht. Wenn ihr den Trailer von The Forest sehen wollt, dann macht es einfach, guckt euch den an und dann ist gut. Sag mal, das reicht ja dann. Eine Verwurstung dieses Themas, was ich ja im Endeffekt hier mit diesem Video jetzt auch gerade tue, steigt natürlich auch die Anzahl an Nervenkitzel-Touristen, die nur in diesem Wald fahren, um die Möglichkeit zu haben, eventuell eine Leiche zu finden. Also weil der Film halt Probo schlägt und eben auch solche Filme, die da generell gemacht wurden, um dieses Thema natürlich immer irgendwie auch ein Stück weit Promo sind für den Wald, weil dann immer noch mehr Leute hinfahren wollen und sich denken, oh, da muss ich auch mal gucken, das hört sich ja an, also das will ich auch noch mal selber gesehen haben. Ja, wie wir halt sind, ne? Wir sehen das da, im Endeffekt gehst du rein und es ist halt ein Wald, so, wa? Und der ist halt echt dicht bewachsen, so, aber da hättest du auch in sich, da gibt's mindestens 10.000 andere Orte auf der Welt, wo man dann auch hin kann und da gibt's auch dichte Wälder und da kannst du dich auch gerne verlaufen, aber ja. Wenn da die Menschen gestorben sind, dann will ich unbedingt da auch hin, in der Hoffnung, dass keine Ahnung was. Ich meine, wenn du den Bezug, wenn du das alles spüren willst so richtig, dann ist wahrscheinlich das Einzige, was du machen kannst, dasselbe, was die gemacht haben. Und das haben sich dann wohl viele gedacht. Ich meine, keine Ahnung. Ich verstehe halt immer nicht, was das bringen soll, dann unbedingt an demselben Ort sein zu wollen. Wenn du nicht, sagen wir mal, deine Verwandten gerade da verloren hast, die dann nochmal da trauern gehen wollen oder so. Das würde mir ja noch logisch erscheinen. Alles andere ist halt, deswegen jetzt erst dahin zu wollen, ist schon ziemlich perfide. Und natürlich ist es für viele dann auch naheliegend, an einem Ort, an dem so viel Leid geschehen ist, an dem so viele Menschen gestorben sind auf unnatürliche Art und Weise, dass an einem solchen Ort dann natürlich die Präsenz von Geistern, Yokai oder Dämonen besonders hoch sein muss. Daran sieht man nun, nicht nur in Red Dead Redemption gibt es einen verfluchten Wald, da hatten wir ja eigentlich ein einigermaßen ähnliches Thema. Zwei Menschen sind da in diesem Wald gestorben und ihre Geister verweilen in dem Wald. Auch in der Realität gibt es diese verfluchten Wälder, wobei die Geschichten um Gespenster und Yokai in der Realität natürlich eher als urbane Legende abgetan werden kann. Ja, und das soll es dann auch schon wieder mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mal Bermuda-Dreieck. Wenn dem so ist, auch dann so ein Ding. Das doch gerne in die Kommentare. Es oder gibt so viele, da, wenn ihr es noch nicht getan, mysteriöse Sachen, von denen man gerne wüsste, was da eigentlich der Grund für war oder wieso das immer wieder da passiert ist. Also da würde ich mal sagen, ja, das ist auf jeden Fall recht interessant gewesen. So, Lirum Larum, genau. Ich packe euch das Video nochmal unten mit rein. Lasst gerne ein Like oder einen Kommentar auch da. Und dann hoffe ich, seid ihr jetzt zufrieden mit dem Thema.
Und wir sehen uns gerne in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt stabil und gesund. Habt Spaß beim Spielen. Passt auf euch auf. Macht keinen Quatsch, ihr wisst, ne? Und ich sag ciao, ciao mit Gyros TV. Gyros TV, der Intro läuft schon wieder an wie Sau, yeah. Outro meine ich. Verdammt.